Hi Leute, ich bin's schon wieder und heute habe ich mal wieder einen der Klassiker für euch dabei, nämlich eine Kraulübung, sehr wichtig für alle Schwimmer, egal ob Anfänger, Triathleten, Reitensportler, Spitzensportler. Und zwar schwimme ich heute für euch Kraul mit dem Griff in die Achselhöhle. Zuerst mache ich zwei Bahnen in ganzer Lage und danach zwei Bahnen in Wechselzug. Die Übung hat folgenden Sinn, sie bricht das gewohnte Bewegungsmuster auf. Man muss gerade beim Wechselzug die Spannung und die Wasserlage halten. Man muss schauen, dass man den Beinschlagrhythmus nicht vernachlässigt. Und durch den hohen Ellenbogen, durch den Griff in die Achselhöhle, wird man eben auch zu noch mehr Spannung gezwungen. Und das fördert letzten Endes die Ökonomisierung eures Kraulschwimmens. Das heißt, je öfter ihr die Übung macht, desto schmerzfreier und lockerer könnt ihr lange Kraulstrecken schwimmen. Ich mache es euch einfach jetzt mal kurz vor. Zuerst zwei Bahnen normal und dann zwei Bahnen im Wechselzugstil. Schaut einfach mal zu. So, die Verschärfung der Übung wäre jetzt eben der Wechselzug. Achtet auch dabei, dass der Zug, der vorne liegen bleibt, nicht nach unten oder nach außen abdriftet. Haltet die Spannung in der Schulter und nur so könnt ihr eine optimale Zuglänge erreichen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe jetzt gerade beim Wechselzug meinen Beinschlag intensiviert. Ich habe von einem Dreierrhythmus auf einen Viererrhythmus umgestellt. Hatte einfach den folgenden Grund. Ich habe mehr Schub durch die Beine und es wird für mich ein bisschen einfacher, die Wasserlage und die Spannung zu halten. Und ich habe während der Pause des Armzugs einen größeren Vortrieb durch den Beinschlag. Macht es zu Hause nach. Eine wirklich geile, auch sehr anspruchsvolle Technikübung. Steigert euch einfach. Und probiert's aus. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.